Und damit willkommen zurück. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut in der Zwischenzeit und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich mit I mein Inventar öffnen kann. Und ich habe da doch schon so einiges drin, fällt mir gerade auf. Kleine Ranzen, kleine Ranzen. Erhält zufällige Handwerksmaterialien. Okay, das öffnen wir doch mal. Ja. Keinen Nutzen. Ach so, kann aber verkauft werden. Okay. Kleidung. MK1 Robe. Die ist mittelschwer. Steht jetzt nichts von drin, dass ich da ein höheres Level haben muss. Ach so, die habe ich gerade ausgerüstet. Kann das sein? Wert 8 und die ist Wert 18. Statistikänderungen. Okay, also rüsten wir die doch mal aus. Oha. Ja, jetzt sieht man auch deutlich, dass sich auch die Kleidung ändert, wenn man was anderes anzieht. Okay. Also, ich habe jetzt ein. Wieso steht da jetzt Statistikänderungen? Füttertes Beinkleid. Ist der an dich gebunden? Ja, sonst würde ich es ja nicht machen, ne? Okay, so sehe ich schon mal ganz anders aus. Obwohl mir das natürlich auch sehr gefiel, was sie jetzt vorher anhatte. Ich habe eigentlich gehofft, dass man das Ganze anlassen kann, aber okay. Übungsstab. Schülerübungsstab? Übungsstab des Schülermachtlords. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Okay, dann wechseln wir den mal. Geringes Medipack. Handschuhe. Habe ich sonst gar keine angehabt. Ziehen wir mal welche an. Oder auch nicht. Habe ich jetzt Handschuhe an? Doch, ich habe Handschuhe an. Sieht sehr komisch aus irgendwie. Schuhe, leichte Rüstung. Wir hätten jetzt Wert. Wieso habe ich Sandalen an? Okay, also die sehen ja schon cool aus. Also für so einen Jedi-Schattenmeister. Also ja gut, Meister bin ich ja noch nicht. Ich bin ja ein Padawan. Ist das schon mal nicht schlecht. Wert 18. Was ist das hier? Gürtel. Habe ich anscheinend gerade keinen an. Ziehe ich mal einen an. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Und dann könnte ich die Sachen ja theoretisch jetzt verkaufen. Dann gibt es aber noch das Charaktermenü. Das habe ich jetzt auch gefunden. Aktiv, Präzision, Schnelligkeit. Man kann aber keine Punkte reinsetzen, so wie es aussieht. Ja, wer denn noch heute Abonnent ist, ja klar. Schalte weitere Kleidung frei. Ach so, das geht natürlich nur, wenn man da wieder Geld bei ausgibt, das ist klar. Was ist das? Aktive Kleidung. Kopfslot, Erscheinungsbild anpassen. Also ich lasse es jetzt mal einfach so, wie es ist. Und will mich hier auch nicht lange aufhalten, weil wir haben ja noch eine Aufgabe. Wir müssen nach der ersten Klinge suchen. Das heißt, wir müssen erstmal hier rausgehen. Es sieht doch etwas sehr seltsam animiert aus, wenn sie sich dreht. Aber okay. Jetzt habe ich so richtige Kampfkleidung, wobei es vorher irgendwie cooler war. Weil die ja vorher diesen Mantel getragen hat, wie der Links den jetzt getragen hatte. Und das sah doch so um einiges cooler aus, so ein bisschen The Crow-mäßig irgendwie. Aber gut, wenn man damit ein bisschen mehr gepanzert ist und die Waffe dann auch ein bisschen mehr Schaden macht, obwohl sie ein bisschen am Klimpern ist irgendwie beim Laufen, dann ja, wechselt man die Sachen doch gerne. So, jetzt schauen wir erstmal. Das Ziel steht hier auf der rechten Seite.
Ach, da muss ich dann Prüfungen bestehen. Okay, das heißt, ich muss erstmal nach vorne runtergehen und dann den Weg nach rechts nehmen. Dann wollen wir doch mal schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel an sich macht mir bisher wirklich sehr großen Spaß. Ich spiele es wirklich gerne. Ja, das Einzige, was mich immer noch ankotzt, anders kann ich es nicht sagen, ist halt die Tatsache mit der Steuerung. Was bist du denn? Du bist aber nichts Böses, denke ich mal, hoffe ich mal. Ach so, das ist so ein Kampfding. So, was ist das? Padawan 4. Okay. Ist das die? Nee, es ist ein R. Ach, da unten. Ihr seid Meisterin Yuans neue Schülerin, oder? Ich habe gehört, dass die Macht sehr stark in euch sein soll. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Ihr müsst offen für neue Möglichkeiten bleiben, Padawan. So werdet ihr euch vielleicht selbst überraschen. In letzter Zeit hatte ich wirklich eine Menge Überraschungen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Er ist ein Keldor. Sogar für einen Fremdling sieht er ziemlich gefährlich aus. Im ersten Moment dachte ich, er würde mich fressen. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Das kann ich erledigen. Fantastisch! Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Das ist doch kein Problem. Wir helfen doch gerne jedem. Allerdings haben wir jetzt erst noch eine andere Sache, die wir machen müssen. Wobei das auch direkt auf dem Weg liegt, so wie es aussieht. Bevor ich jetzt allerdings weitergehe, hätte ich noch eine kleine Frage. Falls irgendjemand da draußen weiß, wie man diesen sehr nervigen Shit hier oben wegbekommt, sodass er wirklich wegbleibt. Oder kann ich das? Nee, da kann man. Ach, da kann man Emotionen. Moment. Ha! Okay, ihr braucht gar nichts in die Kommentare zu schreiben. Ich habe gerade herausgefunden, wie man den Chat deaktivieren kann. Da kommt Freude auf. Aber ich befürchte, dass nicht allzu viel Freude aufkommt, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen. Ja, ihr mit euren tollen Accessoires. Wahrscheinlich kriegt man die, wenn man irgendwie das Abo abgeschlossen hat oder so. Angeber. So, und offenbar muss man dann auch nicht mit denen kämpfen. Wir laufen jetzt mal einfach drumherum, damit das nicht ganz so lange dauert hier. Weil mit den Kämpfen habe ich es ja bei dieser Steuerung nicht so. Normalerweise wäre ich jetzt drauf gesprungen und hätte alles niedergemetzelt, aber naja, wie gesagt, mit der Steuerung bin ich denn noch in der richtigen Richtung, ja. Ja, geh bloß nicht zu dem hin. Hallo, ich möchte gerne noch was sehen. So, ich würde gerne noch was sehen, ja, aber das ist doch wieder extrem nervig mit dieser Maus hier. So. Zu unserer Linken sollten wir jetzt eigentlich, das ist jetzt wahrscheinlich hier, bei dem einen Typen vorbeikommen. Was ist das?
Können wir nicht benutzen, aber zu dem müssen wir hin. Verweilt hier ruhig. Die Luft ist kalt und die Bergpfade sind gefährlich. Worte sind überflüssig, wenn die Macht mit uns ist. Was macht ein Jedi hier draußen? Mein Name ist Dozon. Ich wache über Kalett und wandle auf den Wegen, die es umgeben. Ich meditiere über mein Versagen und lerne aus unserer Vergangenheit. Als Padawan kam ich nach Kalett. Hier berührte ich die Versuchung und die dunkle Seite. Nachdem ich einmal versagt habe, handle ich nun durch andere Jedi. Viele helfen mir, Wissen über Typhons Vergangenheit zu erlangen. Das Streben nach Wissen führt stets zum Licht. Ihr kennt den Kodex sehr gut. Meine Aufgabe ist schwierig, aber beruhigend. Ich sehe Kalett aus der Ferne, doch berühre ich es nie. Indem ich anderen vertraue, dorthin zu gehen, wohin ich selbst nicht gehen kann, erweitert sich mein Blick. Ich habe von einer geheimen Kammer in Oberkalett gehört, die wichtig für eine tythonianische Maschine ist. Ich will ihre Energie wiederherstellen. Die alten Schriften erzählen von einem Ort des Wissens und der Worte. Mehr weiß ich nicht. Doch die Maschine sollte niemanden in Gefahr bringen. Da sie ohne Energie war, hat die Kammer seit Jahrtausenden geschlafen. Doch es gibt noch funktionsfähige Droiden in den Ruinen. Mit ihren Energiezellen könntet ihr die Maschine speisen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich tue, was ich kann. Dann geht hin und pflegt den elektrischen Garten. Pflanzt die Samen der Droiden im Boden der Maschine ein. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Tythonianer lüften. So, und wir haben schon wieder eine neue Aufgabe bekommen. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich mit dem Herrn hier vorne sprechen. Susaneko Higa da Neula. Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Ihr scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Manna, natu pachunki. Oi, grani tampio dume donki. Cha kulka dumaji tahus hagua upa. Crispa doe kanki kunke gupa. Do bataji mua atima. Wollt ihr damit sagen, dass dieses Gerät von den Vorfahren der Jedi gebaut wurde? Wonka tuske uana wa. Ki mada tanta chiruli ya? Noe ayu ya tia chavupa. Tinka tuana che mai chuba. Hachuna kwaabo nuta dubita. Was für einen Schaden können diese Droiden verursachen? Ja koga huta pawada o bambaula. Ki fa guta yi oto india. Ji wom tahumpa muli ra wata wompa. Ji wom tahumpa muli ra wata wompa. Kyoto pa bu banda baka wanki. Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Dwara wanki wabda yatuga loka. Kili wata bunki donko patoga lorda. Also es ist schon interessant, dass immer wieder die gleichen Sätze zweimal hintereinander kommen, aber trotzdem andere Sätze übersetzt werden. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tillin. Yiliska, Chanaga Bumpa Komchinka. Wonka Tuske Uwana wa Zuzaneko Higa da Noila. To Chananga Ima Chai. Yunaliska Chananga Wachikospa ini Kontinka. Okay.
Also wir nehmen mal einfach alles an, was uns jetzt gerade so über den Weg läuft. Ich schaue mal eben auf der Karte und ich habe Glück, es ist das meiste zumindest ist jetzt alles noch relativ hier in der Nähe. Ich würde sagen, ich gehe jetzt als erstes zu meiner ursprünglichen Aufgabe und den Rest machen wir dann danach. Aber ich würde auch sagen, bevor ich das jetzt mache, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut, damit das Video nicht allzu lange wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.